ich glaube, wir haben einen sehr, sehr unterschiedlichen Werdegang, weil ich wurde nie mit Aufträgen überflutet und schon gar nicht mit 30. Ich bin ungefähr mit 27 oder so nach Berlin gekommen und habe da gerade aufgehört, Oboe zu spielen. Mhm. Und ich hatte ja jahrelang erstmal gar nichts. Also ich hatte keine Aufträge oder kaum Aufträge. Und das, ja, von daher ist eigentlich erst in den letzten Jahren immer mehr geworden. Und dieses Problem, dass man jetzt lernen muss, Nein zu sagen, hatte ich zum Glück nie. Zu Beginn, als ich eben wirklich noch nicht so viel, als ich auch noch studiert habe, ich habe ja erst noch hier Komposition studiert, da war vielleicht Berlin deswegen ein sehr guter Ort, weil man einfach auf sehr bescheidenem Niveau hier leben kann. Also man kann sich irgendwie durchschlagen, was zum Beispiel in der Schweiz nicht möglich wäre. Und das hat mir dann die Freiheit gegeben, Dinge auszuprobieren und meinen Weg irgendwie zu suchen, musikalisch. Es gibt wahrscheinlich viele konkurrierende Gesellschaftsmodelle in einer Stadt. Es gibt viele konkurrierende, also parallel existierende Varianten des Lebens. Diese Polystylistik, die wir in Mitte hier in Berlin haben, die ist auch, hat auch einen Ausdruck in der Musikszene. Also in meiner Studienzeit bin ich sehr viele in Underground-Konzerte gegangen, in Improvisationsszene und irgendwelchen halblegale Clubs besucht, große Partys. Wahrscheinlich existieren sie immer noch, bloß ich kenne hier nicht mehr hin. Ja, also diese Heterogenität, also die man hier gleich, also überall erlebt, also von sehr vielen, vielen Lebenskonzepten, Lebensstilen und Lebensmodellen, ja. Wir kommen ja aus sehr unterschiedlichen Ländern, also vermute ich jedenfalls, ich war nie in Russland. Für mich aus der Schweiz kommt, ist sicher etwas, was mir hier sehr gefällt und mich indirekt vielleicht auch inspiriert, ist, dass hier sehr viel mehr Menschen leben, die keinen so fixen Lebensentwurf haben, die auch nicht eingebunden sind zwingend in feste Strukturen. Das empfinde ich als angenehm. Es gibt tausende Möglichkeiten, Begegnungsmomente zwischen Musik, die gerade geschrieben wird, und Publikum zu schaffen. Also zum Beispiel mein letztes großes Orchesterstück-Aufführung war in Köln, in Philharmonie Köln. Da war also meine Musik und Musik eines anderen Kollegen zugleich mit Zweite Sinfonie von Rachmaninow gespielt. Und das war so 2000 Leute im Publikum, und ich weiß nicht, wie viel davon zu Rachmaninow kam und wie viel zu mir. Und ich glaube, jede Aufgabe von jedem Musikproduzenten und von jedem Intendanten ist, so neues Publikum zu schaffen, neue Situationen, neue Begegnungssituationen zu schaffen zwischen Publikum und Musik. Und da ist, glaube ich, auch das neue Musikfestival nicht der einzige Weg. Mhm. Ja, ja, allerdings. Also erstmal finde ich, dass die neuen Musikfestivals nicht so riesig sind. Also die sind schon relativ klein. Natürlich mit der Oper ist es etwas anders, wo du ja sehr, sehr viel gearbeitet hast. Die Oper hat sicher ein größeres Publikum. Auch unterschiedliche, natürliche. Unterschiedlich, aber tendenziell. Tendenziell. Mhm. Wohingegen eben Kammermusik, eine neue Musik, würde ich mir wünschen, dass es offener wäre. Sicher, alle bemühen sich darum, aber in der Kammermusik finde ich das als etwas, was sich gerne ändern könnte. Würdest du das nicht so sehen? Also es gibt so häufig Diskussionen, dass man dass der neue Musikmann so esoterische Geschlossenheit irgendwie vorwirft. Aber es ist irgendwie, also die neue Musik evolutioniert auch. Also die meisten Komponisten E-Musik, die heute schreiben, benutzen auch Videos, benutzen auch Elemente, die aus Popkultur kommen. Also wie zum Beispiel Bernhard Lang, der einen größten Komponisten der zeitgenössischen Musik, kommt aus dem Punkrock-Band zum Beispiel. Ja, also das ist so, ich bin auch selbst nicht so. Ich komme aus Klassikbereich und bleibe dort auch. Ich bleibe auch bei akustischen Instrumenten, weil es mein, ich fühle mich da sicherer als mit Multimedia-Stücken. Und das betrifft auch
die Offenheit und Schließung der neuen Kontakte zwischen Komponisten und dem Publikum. Ich empfinde das oft, dass das für meinen Geschmack mit einer zu großen Distanz, ironischen Ironisierung, es ist mehr eine Parodie, die wird nicht wirklich ernst genommen, in vielen Fällen. Nicht bei Alexander Schubert, dort finde ich das überhaupt nicht, aber sehr oft. Deswegen führt das für mich nicht wirklich so stark heraus aus dieser Negationshaltung, die in der neuen Musik schon für Jahrzehnte, würde ich sagen, sehr präsent war. Seit seiner Kindheit schrieb er Gedichte. Auf dem Tisch, in seinen Taschen, unterm Sofa. Wenn ich für Tabla komponiere, dann fließen da für Tabla und Live-Elektronik, dann fließt da sehr viel aus meiner Hörerfahrung von elektronischer Musik, also nicht von akademischer elektronischer Musik, sondern von Electronica mit ein.